Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Das Oppo Reno 6 5G bietet allerhand Möglichkeiten, einen Screenshot auszuführen. Da gibt es die Drei-Finger-Geste, es gibt auch einen Scrolling-Screenshot und wir gucken uns heute mal alles um das Thema Screenshot an. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen jetzt mal Screenshots am Oppo Reno 6 5G ausprobieren. Und zwar sind Screenshots ja nichts anderes als Bildschirmaufnahmen. Das heißt, das, was wir hier sehen, können wir als Foto aufnehmen. Und genau so kann man genauso im Menü jede Seite, die sich hier gerade offenbart, jede Stellung, wo man gerade hingescrollt hat, lässt sich einmal abfotografieren und dann in Fotos sichern. Wir haben hier sogar einen extra Bereich, einen extra Menüpunkt in den Einstellungen, Screenshots. Und zwar können wir hier einmal runtergehen auf praktische Tools, haben wir hier. Wenn wir da drauf gehen, sehen wir hier Screenshot. Das wählen wir mal aus und dann kriegen wir hier alles rund um das Thema Screenshots auf dem Reno 6. Wir haben ja diese drei Fingergeste, die wir nutzen können. Das wird uns hier nochmal erklärt. Es gibt ja drei unterschiedliche Gesten. Entweder drei Finger und kurz runterwischen, drei Finger berühren, behalten. Genau, und drei Finger und ganz zum unteren Rand runterziehen. Ich glaube, das sind die drei verschiedenen Gesten, die wir hier haben. Wir sehen das hier auch, wir können das ein- und ausschalten. Mit drei Fingern nach unten wischen können wir ausschalten. Wenn wir ein Vollbild-Screenshot erstellen wollen, aktuell ist es angeschaltet, kann von mir aus auch anbleiben, mit drei Fingern berühren und halten. Nehmen Sie einen Teil-Screenshot oder einen Scrolling-Screenshot auf, alles klar. Ein-, Aus-Taste und Leiser-Taste ist dann auch noch eine Funktion, über die wir einen Screenshot auslösen können. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, einen Screenshot zu machen. Es gibt ja auch ein Tutorial, da können wir uns das genau angucken, wie wir das machen müssen. Wir können das ja hier mal machen, drei Finger und nach unten wischen. Gut gemacht, jetzt habe ich einen Screenshot erstellt. Mit drei Fingern berühren und halten und dann nach unten wischen. Dann machen wir das mal. Halten und nach unten wischen. Dann kann ich jetzt nämlich selbst bestimmen, wie groß mein Screenshot werden soll, den ich machen möchte. Das geht natürlich besser, wenn man das Gerät in der Hand hält, aber zum besseren Demonstrieren lasse ich es hier mal liegen. Dann lasse ich das los und jetzt gibt es noch mit drei Fingern berühren, halten und zum unteren Bild ranwischen. Das ist nochmal eine Differenzierung. Das machen wir mal und wischen hier ganz runter. Und jetzt entsteht dieser Scrolling-Screenshot. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und zwar gehen wir hier einmal am besten ins Menü Einstellungen. So, dass wir hier, wir sehen ja, das ist ja ein recht langes Menü, wo wir auch scrollen müssen. Und wenn wir jetzt das mit den drei Fingern einmal machen und bis zum unteren Rand wischen, dann weiß er, aha, ich möchte einen Scrolling-Screenshot erstellen. Schwieriges Wort. Und wir sehen, jetzt läuft das durch. Er wird gerade aufgenommen, dieser Screenshot. Und er geht jetzt einmal, macht ein Bild von dem gesamten Menü. Das, was wir eigentlich praktisch niemals auf einen Schlag sehen können, davon entsteht jetzt ein Bild. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Und da sieht man, ja, ein etwas untypisches Bildformat, aber eigentlich ganz cool. Man hat einmal das gesamte Menü oder den gesamten Menüpunkt Einstellungen auf einem Bild. Finde ich nicht schlecht. Man kann ja jetzt, wenn einer zum Beispiel das gleiche Handy hat und eine Frage hat, sag mal, wo finde ich den Menüpunkt sowieso, könnt ihr, wenn ihr weiterhelfen könnt, das praktisch abfotografieren. Jetzt kann man ja in Bearbeiten und irgendwo was markieren oder so und kann demjenigen das dann schicken. Also eine ganz praktische Funktion. Hier oben kann ich das jetzt einmal löschen. Das mache ich in diesem Fall. Ich kann es alternativ jetzt auch senden, bearbeiten oder einfach ablegen. Dann wandert es in die Fotos. Ich lösche diesen Screenshot jetzt einmal, beziehungsweise ich speichere ihn mal. Dann können wir uns die gleich nochmal in Fotos angucken. Jetzt gibt es noch weitere Methoden für Screenshots. Und wir haben ja gerade gesehen, die Laut-Leiser-Taste mit der Ein-Ausschalt-Taste. Jetzt weiß ich nicht mehr, war das laut? Nee, war dann wohl leise. Genau, jetzt drücke ich praktisch die Ein-Ausschalt-Taste und die Leiser-Taste zeitgleich, also kann ich auch mit einer Hand machen. Und zwar klack, genau zeitgleich und dann entsteht hier ein ganz normaler Screenshot, ne, von dem, was ich sehe. Also kein Scrolling-Screenshot oder irgendwie so ein Teilbereich, sondern einfach einmal der komplette Bildschirm, der da abfotografiert wird. So, ich speichere den jetzt auch einfach. Und genau, es gibt dann noch die Möglichkeit, einfach hier oben zum Beispiel einmal runterzuziehen. Klappen wir dieses Menü auf und haben hier auch den Bereich Screenshot. Wenn wir darauf klicken, entsteht jetzt auch ein ganz normaler Screenshot, wie in diesem Fall. Den haben wir ja gerade schon gemacht. Ich lösche den jetzt mal. Ja, das war es im Prinzip. Und wir können halt jetzt an jeder Stelle, wo wir sind, dieses Drei-Finger-Prinzip anwenden. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht in die Einstellung gehe, sondern auf die Kamera oder alternativ gehen wir mal in den Play Store
Und wenn wir jetzt jemandem zeigen wollen, was zum Beispiel bei uns unter Apps so los ist für mich, dann sage ich, ja, hier, bei mir sieht das gerade so aus. Und damit, dann zeige ich ihm das ja ganz, ups. Und sag hier, guck mal, bei mir sieht der Google Play Store gerade so aus. Das dauert ein bisschen. Wir können auch jederzeit zwischendrin sagen, fertig, bis hierhin. Und da sehen wir wieder unseren langen Lulatsch, unser komisches Bildformat. Also ich finde das eine ganz coole Funktion. Gibt es bestimmt mal Bedarf, dass man das brauchen kann. Alternativ, wie gesagt, über die Tastenkombination, über die leise Taste und eine Ausschalttaste generiert ihr einen ganz normalen Screenshot. Genau, und in Fotos kann man sich die dann später angucken, was man da so gemacht hat. Da haben wir jetzt ja einmal unseren Scrolling-Screenshot erstellt. Und hier hatte ich ja genau zwei ganz normale erstellt über verschiedene Wege. Also es gibt genug Möglichkeiten, einen Screenshot hier zu machen. Mit den drei Fingern ist natürlich ganz praktisch, weil das eben eine Touch-Geste ist, die echt nur für Screenshotten sozusagen reserviert ist. Und dass es eben noch drei verschiedene Möglichkeiten gibt, die Finger so aufzulegen bzw. durch die Druckpunkte. Das ist natürlich auch ganz praktisch, dass man so eben die verschiedenen Bildformate generieren kann. Ja, das war es im Prinzip schon zum Thema Screenshots machen. Ist, wie ihr seht, beim Oppo Reno 6 doch ein recht umfangreiches Thema. Wenn ihr da nochmal ins Menü wollt, nochmal praktische Tools in den Einstellungen und da der Bereich Screenshot und da könnt ihr euch noch jede Menge oder durchlesen. Hier kann man auch zum Beispiel das Originalbild nach dem Bearbeiten löschen auswählen. Das ist aktuell nicht ausgewählt. Man kann den Ton abstellen, der beim Screenshotten entsteht. Und genau, hier gibt es dieses Tutorial. Man kann sagen, diese kleinen Vorschaubilder, die entstehen, sollen links oder rechts sein. Also jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Ihr wisst jetzt ein bisschen, wie man mit dem Reno 6 5G Screenshots erstellen kann und wie man sie weiterverarbeiten kann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben für uns. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal, da freuen wir uns. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao!